Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im Garten-Gemüse-Kiosk. Ihr seht schon, wir sind nicht zu Hause, wir sind noch on Tour, genau, wir sind im Rigottiland. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt jemand hier an meiner Seite habe, der wirklich aus der Praxis kommt, aus der Profipraxis jetzt Erfahrung sammeln konnte. Das ist der Nils. Und Nils, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Magst du dich kurz mal ihm vorstellen? Ja, genau. Also mein Name ist Nils. Und ich betreibe jetzt seit letztem Oktober einen YouTube-Kanal. Und der wie heißt? Saatenvielfalt. Der Link ist auch in der Infobox unter dem Video. Genau. Und auf meinem Kanal zeige ich alles rund um Landwirtschaft, aber eben hauptsächlich in Richtung Saatgutvermehrung. Denn ich mache gerade ein FÖJ, also ein freiwilliges ökologisches Jahr, auf einem der größten Demeter-Betriebe in Deutschland, dem Dottenfelder Hof. Und da arbeite ich in der Hofkäserei und in der Züchtung und ja, zeige allerlei, was ich da so tue. Wenn ihr das schon hört, Saatgutzüchtung, da klingelt es bei mir natürlich, das ist das, was mich besonders interessiert. Du sagst, du hast ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Man kennt ja das freiwillige soziale Jahr, aber was ist denn ein freiwilliges ökologisches Jahr? Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das würde mich mal interessieren, wie finde ich da mehr Infos? Genau, also freiwilliges ökologisches Jahr, wie der Name uns schon sagt, ist halt häufig auf landwirtschaftlichen Betrieben, aber auch anderen Einrichtungen, zum Beispiel städtischen Einrichtungen rund um Natur- und Umweltschutz. Und das gibt es in ganz Deutschland. Das ist aber nicht auf Bundesebene geregelt, sondern eben für die einzelnen Bundesländer. Und wenn man sich dafür interessiert, kann man halt nach freiwilligem ökologischen Jahr einfach mal im Internet suchen und dann eben für das passende Bundesland, da gibt es dann jeweils Träger, die das organisieren und sich da melden und da weiterschauen. Würdest du das weiterempfehlen? Definitiv, ja. Okay, das ist vielleicht ganz spannend, ganz interessant da. Du sagst, du bist auf dem Dottenfelder Hof. Wo liegt der ungefähr? Genau, der Dottenfelder Hof liegt in der Nähe von Frankfurt, genau gesagt in Bad Vilbel. Sind so 12, 15 Kilometer von Frankfurt City entfernt, also doch eher städtisch gelegen. Okay. Du bist jetzt fast ein Jahr da und du hast viel mit Saatgut zu tun, Saatgutvermehrung auch oder Züchtung. Was fasziniert dich so an dem Thema Saatgut? Also prinzipiell gärtner ich schon, seit ich kleiner bin und dann hat es sich immer weiter spezialisiert. Am Anfang hatte ich irgendwie eine Erdbeere geerntet, die mir in den Mund gepackt und das war direkt irgendwie totale Begeisterung dafür da und dann war das so die erste Erfahrung. Dann ging es halt weiter, dass es irgendwie zu einem guten Hobby wurde und ich einfach mehr ausprobiert habe. Und ja, über die Jahre habe ich dann das Ganze so ein bisschen professionalisiert und wurde immer mehr, immer größer. Und dann habe ich gemerkt, dass vor allem Jungpflanzen und eben damit verbunden auch ja, das Saatgut und vor allem alte Sorten mich halt mega interessiert haben. Und daraufhin habe ich dann ja verschiedene Saatgut-Tauschbörsen besucht, mit anderen Leuten, die auch Gärtnern, immer auf der Suche nach neuem Saatgut eben geguckt, getauscht. Im Internet gab es verschiedene Quellen und dann habe ich gemerkt, dass so das Saatgut und samenfeste Sorten ja so mein Steckenpferd sind und seitdem gehe ich immer weiter in die Richtung. Du hast unter anderem ein Video auf deinem Kanal, wo du genau auf die Thematik samenfest oder saatfest und Hybriden eingehst, korrekt? Ganz genau. Ne? Das ist hier oben verlinkt und auf jeden Fall in der Infobox nochmal beim Kanal von Nils vorbeischauen, ein Abo da lassen. Das ist, auch wenn du noch nicht so lange dabei bist, sehr, sehr sehenswert, sehr informativ, also schon ein hohes Niveau, was du da direkt am Anfang hinlegst, finde ich gut und ich hoffe, du hältst es und machst auch weiter. Vielleicht fragt ihr euch, hier surrt und schwirrt es um uns herum, hier vorne steht eine Bienenkiste. Und ich hoffe einfach mal, dass wir die Bienen nicht allzu sehr stören und wir in Ruhe weiterdrehen können. Hoffen wir es mal. Ich habe mir noch nebenbei einen kleinen Spickzettel geschrieben, damit ich auch nichts vergesse. Genau. Wir haben ja schon gestern Abend ein bisschen gequatscht, auch mit dem Thomas zusammen. Ja. Und du hast mal ein bisschen erzählt, was ich glaube ich für euch auch recht spannend finde. Wie wird Saatgut gewonnen, wenn man nicht nur beispielsweise bei Tomaten irgendwie, ja keine Ahnung, so vielleicht 10 oder 20 Saatkörner haben möchte, sondern wirklich für große Mengen produzieren möchte. Wie funktioniert das? Genau, also bleiben wir mal beim Beispiel Tomaten. Wir haben uns da in dem Bereich, wo ich arbeite, mit meinem Chef auf 3 Kulturen beschränkt. Das sind Tomaten, Zuckermais und verschiedene Kopfkohlarten. Mhm, und, ja, genau. Entschuldigung. Und bei den Tomaten als Beispiel machen wir auch Erhaltungszucht beziehungsweise Vermehrung, wo wir dann einfach ja, darauf aus sind, Saatgut zu gewinnen und was dann eben an Bingheimer Saatgut weitergeht, wovon es dann verkauft wird. Als Beispiel die Tomate Dorenia. Da geht es dann darum, Saatgut zu gewinnen. Da haben wir dann einen großen Streifen, ungefähr ja, 30, 40 laufende Meter, jeweils eine Doppelreihe, einfach mit der Erhaltungssorte. Auf dem Feld drauf. Auf dem Acker. Wir haben auf dem Dottenfelder Hof im Moment als Hauptziel für Tofterer tolerante Sorten, also gegen die Kraut- und Braunfäule. Mhm. Die ist ja so die, sag ich jetzt mal, gängigste Krankheit bei den Tomaten.
Das ist unser Hauptzüchtungsziel, weshalb wir ausschließlich im Freiland züchten. Wir haben keine Züchtung im Gewächshaus, sondern ausschließlich draußen, um da eben die Pflanzen genau auf dieses Merkmal, ja, sag ich mal, auszulesen und auch den entsprechenden Witterungen auszusetzen. Das heißt, ihr macht nichts gegen diesen Ausbruch der Krankheit. Wenn die Tomate das hat, dann hat die das. Und dann wird sie einfach bei der Auslese fürs Saatgut dann aussortiert oder nur die Harten kommen in den Garten, beziehungsweise in die Samentüte oder wie ist es da? Genau, also bei uns ist es tatsächlich in einem gewissen Maße gewünscht, dass diese Krankheit irgendwann in der gesamten Kultur ausbricht, beziehungsweise sich ja ausbreitet. Und in dem Fall können wir dann eben sehen, okay, welche Linie merkt man jetzt, ist da ein bisschen toleranter, ein bisschen widerstandsfähiger als jetzt im Vergleich zu anderen Sorten. Und deswegen provozieren wir das teilweise sogar so ein bisschen. Ihr gießt die von oben mit der Dusche oder was? Nee, mit der Gießkanne nicht mehr, das würden wir nicht schaffen. Aber tatsächlich stellen wir Kreisregner auf, die dann eben auch das Laub mit Wasser benetzen. Von oben? Genau, von oben. Und wir haben regelmäßig Besucher, die irgendwie Privattomaten anbauen und gehen dann vorbei und gucken total verdutzt, dass wir unsere Tomaten dann von oben gießen. Was machen die Profis da, fragen die sich dann vielleicht. Genau, und unser Züchter muss da auch manchmal ein bisschen schmunzeln, ist immer ganz lustig. Das stelle ich mir vor, müsste eine versteckte Kamera mal einbauen, das ist ein YouTube-Tipp vielleicht, mal witzig. Du hast gerade erwähnt, dass ihr nicht nur eine Tomatensorte kultiviert, sondern mehrere. Wie macht ihr das, dass ihr die voneinander trennt? Reicht da Abstand einfach oder gibt es noch andere Verfahrensweisen, die ja, zu isolieren? Mehrere Felder, Häuser oder nee, Freiland sagtest du, wie genau. Geht das? Also prinzipiell bei Tomaten jetzt als Beispiel, die sind ja relativ strenge Selbstbefruchter. Man geht so ja, von 90-95%, so sagt unser Chef das aus. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Sorten untereinander kreuzen, eher gering. Ab wann sieht man das denn? Sehe ich das direkt an der Tomate, dass sie fremdbestäubt ist, oder sehe ich das erst eine Generation später? Im besten Falle siehst du es schon eine Generation später, kann aber auch sein, dass es erst deutlich länger dauert und erst in der dritten, vierten, fünften Generation. Das ist insgesamt, muss man sagen, bei Züchtungen in allerlei Hinsicht gibt es in der Natur keine 100% klaren Grenzen. Das kann man auf dem Blatt Papier nicht vorrechnen. Wenn ich das jetzt kreuze, dann kommt nächstes Jahr das und das und das und das und dann kann ich damit weitermachen. Das ist leider, in dem Falle leider nicht der Fall. Mhm. Das ist halt Natur und da gibt's fließende Grenzen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen eine Kultur oder eine Sorte ganz, ganz, ganz sortenrein vermehren, dass sich auf keinen Fall was einkreuzt, dann haben wir halt eben die Möglichkeit, Isolationstunnel über bestimmte... Klingt jetzt ein bisschen krass, ein Isolationstunnel. Genau. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Klingt spektakulär, ist aber eigentlich einfach nur ein Bogen mit Netz, eigentlich wie bei euch, eure Gemüseschutznetze. Die Planwagen. Genau, okay. Nur in etwas größer angelegt, dass es halt die gesamte Pflanze quasi abdeckt. Und das den ganzen Streifen dann? Zum Beispiel, ja. Also bei Tomaten machen wir es auch, dass wir dann welche einfach nicht anbinden und über den Boden kriechen lassen. Das ist dann in dem Jahr total egal. Da geht es nicht darum, dass wir den besten Ertrag haben, sondern dass einfach nur 100% feststeht, dieses Saatgut ist nicht irgendwie eingekreuzt, sondern genau die Sorte. Mhm. Und dieses Netz, das muss gar nicht feinmaschig sein oder irgendwie speziell oder sonst was. Es geht nur darum, dass keine Insekten an die Pflanzen rankommen, die dann eben zwischen den verschiedenen Pflanzen fremdbestäuben könnten. Aber Wind zieht ja durchs Netz trotzdem durch. Genau, aber dann ist ja unter dem Netz nur eine Sorte und die Pflanzen untereinander, in dem Fall jetzt bei einer Dorenia, kann sich Dorenia wie wild durcheinander mischen. Es ist und bleibt Dorenia. Es geht darum, wenn wir jetzt irgendwie eine Dorenia und eine Philamina, dass die sich nicht verkreuzen sollen, dann stecken wir eine unter Netz und die andere kann offen abblühen. Ah, das heißt, in der Nachbarschaft sind dann auch keine anderen Tomatengärten. Es bleibt immer ein gewisses Restrisiko. Dennoch ist es für die Pflanze an sich total gut, offen abzublühen, weil dann die Wahrscheinlichkeit, dass von den anderen Pflanzen mehr Fremdpollen, also derselben Sorte, aber nicht von anderen Sorten, dass da eine Fremdbestäubung stattfindet, das ist dann in dem Fall gut, denn dann bleibt der Genpool schön weit und die Gefahr von Inzuchtdepression oder Verkrüppelung in Folgegeneration bleibt halt eher gering. Mhm. Also wird sie quasi stabiler, kann ich mir so vorstellen. Genau, also das ist auch prinzipiell, wenn wir Sorten züchten oder kreuzen wollen und auf ein gewisses Ziel hinarbeiten und dann dieses Ziel erreicht haben, dann wird ab dem Zeitpunkt die Sorte auch nochmal 4-5 Generationen einfach angebaut, isoliert, damit man die Sorte möglichst stabil und homogen bekommt, dass man nicht irgendwelche Ausreißer hat, dass dann die Philamine auf einmal doch größere Früchte hat, als sie eigentlich haben soll. Das ist dann aber eine Zuchtlinie oder ist das dann auch die Erhaltungszucht?
das war jetzt ein Beispiel von einer Zuchtlinie, wenn wir sagen, okay, wir setzen uns als Ziel für Tofterer tolerant mittelgroß rot. Und dieses Ziel haben wir dann durch verschiedene Mechanismen erreicht. Ab dem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, das ist jetzt die Sorte so, wie wir sie haben wollten, sollten, ab dem Moment vermehren wir sie nochmal 4 Jahre isoliert weiter, damit eben das Saatgut, was dabei rauskommt, sehr reinerbig ist, sprich, dass dann der Kunde, wenn er es aussät, auf jeden Fall die Dorenia oder also nicht nur die Dorenia, sondern das Zuchtziel eben auch in seinem Garten hat und nicht dann doch noch irgendwie durch verschiedene andere Gene, die noch irgendwie rezessiv drinstecken, ja, doch noch was anderes bekommt. Wenn ich dann beim Saatguthersteller Saatgut einkaufe, dann möchte ich ja natürlich auch, dass genau das rauskommt, was ich da vorher ausgesucht habe. Die Filamina haben wir ja auch bei uns, die Dorenia kenne ich nicht. Supertomate. Die ist echt eine Supertomate. Die Filamina sind ja beides Freilandtomaten und wir haben die auch, also die Filamina im Garten und das ist die absolute Bonbon-Tomate, wir sind da schwer begeistert von. Welche isst du denn lieber? Also von Filamina und Dorenia kann ich ganz klar sagen, die Filamina. Ich finde die auch spitzenklasse. Wir hatten jetzt die letzte Woche die ersten reifen Früchte bei uns auf dem Feld und ich bin überrascht, dass die erstmal natürlich zuckersüß, aber ich finde, sie hat immer so eine gewisse Würze und total saftig, knackig. Also Filamina kann ich jedem ans Herz legen. Hast du auch feststellen können, dass die ersten Früchte einer Tomatenpflanze nicht so süß sind wie die späteren? Prinzipiell schon. Ob das jetzt Einbildung oder Realität ist, kann ich auch nicht so genau sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass einfach in dem, sag ich jetzt mal, Hochsommer in August, September, dass da die Sonneneinstrahlung nochmal einen Ticken intensiver ist und die Früchte halt einfach mehr Zucker ausbilden können. Kann ich jetzt aber keine wissenschaftliche Studie zugeben. Ja, sowas, aber ich muss echt sagen, darf ich fragen, wie alt bist du jetzt? 19. Du bist 19 und du beschäftigst dich so intensiv mit dem Thema und hast schon jede Menge erfahren, gelernt und auch verinnerlicht und dich interessiert es weiter. Man merkt es oder ich merke, dass du dafür brennst. Und das finde ich so toll. Das begeistert mich und ich bin dir sehr dankbar, dass du, also ich finde es immer schön, wenn man so für ein Thema brennt und was erzählen kann, wenn ich dich dann interviewen kann und auch zu der Thematik, die mich auch noch sehr interessiert. Wenn jetzt das Saatgut gewonnen wird und ihr sagt, okay, das ist die erwünschte Tomate und die ist jetzt auch abgeriegelt mit so einem Netz und dann ist es Zeit, irgendwann zu sagen, okay, diese Tomatenfrüchte, da wollen wir jetzt das Saatgut von ziehen. Wie ist der Ablauf? Also vielleicht interessant für den Hobbygärtner, wie läuft das ab, wenn es nicht nur noch eine Tomate ist, sondern wenn es ganz viele sind? Genau, prinzipiell ist eben das der einzige Unterschied. Ich denke, jeder oder viele von uns Gärtnern kennen diese Variante, dass man das Saatgut irgendwie in ein Gläschen schabt, dann ein bisschen Wasser dazu, das ein paar Tage stehen lässt, damit eben diese Galerte oder diese Glibber um den Kern, dass sich das eben löst, dann wäscht man es aus und trocknet es und dann hat man fertiges Saatgut. Das ist, machen wir im Prinzip auch nicht anders, nur halt in einem anderen Maßstab. Wo die Frage aufkommt, wie verlieren die Tomatensamen ihre Haare? Genau, da haben wir gestern drüber gequatscht. Ja. Genau, also prinzipiell genau dasselbe, nur in einem größeren Maßstab. Wir ernten die Früchte in eine große Regentonne, einfach ein großes, dichtes Gefäß. Und so traurig das auch ist, wir ernten nicht das Fruchtfleisch. Also wir machen uns nicht die Aufgabe, da mit dem Löffel hinzugehen und jede Frucht auszukratzen. Das machen wir bei kleinen Züchtungspartien, aber eben bei Vermehrungspartien, wenn wir mehrere hundert Früchte ernten, machen wir das nicht mehr. Dann schmeißen wir einfach alle zu erntenden Früchte in diese Tonne und dann stampfen wir erstmal mit einem Stück Holz oder Spaten, wie auch immer, ein bisschen da drin rum. Dass wie bei die mir auch immer machen so. Genau, dass die Früchte halt aufplatzen, darum geht's. Mhm. Und wenn das grob passiert ist, gehen wir auch nochmal mit so einem Beton-Mörtel-Mixer durch, dass eben alles möglichst aufgeschlagen ist und damit eben Luft an Fruchtinnere dran kommt, denn ab dem Zeitpunkt setzt halt die Gärung ein, um das zu beschleunigen. Also diese Gärung setzen wir noch ein bisschen Hefe mit dazu. Ist das schon voll das Rezept? ja, es wird auch, denke ich, noch ein Video dazu geben auf meinem Kanal, dass ich das nochmal genau zeige. Es ist für mich auch sehr neu in diesem Maßstab. Genau, und dann kommt eben die Tomaten, werden gerührt, dann kommt Wasser dazu, ein bisschen Hefe, die beschleunigt einfach den Prozess und verhindert, dass das ganze Zeug frühzeitig anfängt zu schimmeln. So, und dann lassen wir das Ganze für 2 bis 3 Tage, je nachdem wie die Temperatur draußen ist, stehen und dann gärt das Ganze. Das heißt, dieser Glibber oder die Galerte um die Kerne, aber auch das Fruchtfleisch löst sich halt weitestgehend auf, also oder wird weicher und löst sich vom Kern.
Und ab dem Moment, beziehungsweise wenn wir sehen, dass sich kein Schaum mehr bildet, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass diese Gärung abgeschlossen ist. Ab dem Moment fangen wir dann an, alles, was nicht Saatgut ist, versuchen rauszubekommen. Und das machen wir, indem wir die Tonne einfach mit Wasser auffüllen und alles an Fruchtfleisch und Glibber und Schale oder auch noch grüne Teile schwimmen halt meistens nach oben. Alles, was nicht Saatgut ist. Genau, alles, was nicht Saatgut ist. Und das Saatgut setzt sich eben unten ab. Und dann lassen wir einfach den Schlauch in der Tonne hängen und spülen so weit durch, bis eben ja eigentlich alles bis auf das Saatgut über die Tonne überschwappt. Und das habe ich letztes Jahr das erste Mal gesehen, fand es echt faszinierend, wie gut das klappt, dieses Rausspülen und eben nicht durch ein Sieb, sondern durch einen Überlauf dieses Gefälle zu schaffen. Und dann hat man tatsächlich unten ja fast komplett sauberes Saatgut, was dann halt eben einfach noch nass ist. Das kippen wir dann eben durch ein Sieb, trocknen es auf einer Papiertüte, aber kein Zewa, das soll nicht daran kleben bleiben. Was sondern Backpapierartiges vielleicht? Das sind einfach nur so dickeres Papier. Das sind Tüten, da klatschen wir das drauf und dann lassen wir das im Gewächshaus trocknen. Und dann haben wir quasi wie so eine 2-3 Zentimeter dicke Tomatensaatgutschicht. So Trockensaatgut. Genau. Das ist dann ja wie so eine Paste, die wir da drauf schmieren und das trocknet dann und wird dann zu so einer Matte. Und das reiben wir dann, weil es ist ja dann wie verklumpt, reiben wir dann halt noch über ein feines Sieb. Und dadurch lösen sich die einzelnen Kerne wieder und man hat halt quasi bröseliges Saatgut, wie man es aus der Tüte kennt. Zusätzlich löst man damit noch kleine Härchen, die man vielleicht kennt, wenn man Saatgut selber sammelt bei Tomaten. An den Kernen sind immer so ganz feine Härchen. Ja, genau. Ist für den Hobbygärtner total irrelevant, ob da jetzt Härchen dran sind oder nicht. Aber wenn die das dann bei Bingenheimer Saatgut verpacken wollen und das läuft durch verschiedene Maschinen, dann rieselt das nicht so gut, wenn da noch die Härchen dran sind. Schönen Gruß an den Rainer an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Aus der Reinigung. Ich habe ihn auch kurz kennengelernt. Genau, und das reiben wir einfach noch über ein Sieb und dadurch haben wir dann einzelne Körnchen, wunderbar sauber, ohne die Härchen. Und so schicken wir das dann weiter an Bingenheimer Saatgut. Ja. Spannend, oder? Kann man sich kaum vorstellen, wenn dann so richtige, dicke, fette Brocken dabei sind. Wie ist das denn mit den Züchtungstieren? Gibt es dann regelmäßig auch Verkostungen bei euch am Hof? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Dann mittags gibt es dann, weiß ich nicht, Tomatenverkostung? Tatsächlich. Also wir haben jetzt ja Anfang Mitte August. Und jetzt geht eben bei uns die Erntezeit los. Und da ist bei uns tatsächlich ein Teil des Arbeitsalltags, was ich auch sehr genieße, eben Tomaten zu verkosten. Jetzt weniger zu sagen, oh, die ist aber lecker, sondern eben wir setzen uns verschiedene, sag ich jetzt mal, ja, Kategorien, nach denen wir bewerten. Und wir haben jetzt Kategorien wie Festigkeit, Hartschaligkeit, Mehligkeit, dann eben Süße, Säure oder wie das Gefälle dazwischen ist, Aroma insgesamt. Und dann haben wir eben eine Punkteskala, nicht 1 bis 10, sondern 1 bis 9. 1 bis 3 ist quasi schlecht, dann 4 bis 6 der mittlere Bereich. Aha. Und 7 bis 9 gut. Das heißt, ihr kriegt Teller zum Vergustieren und daneben direkt ein Papier, wo ihr eintragt, alle Mann? Nicht alle Mann. Also bei uns wird es so gehandhabt, dass wir das dann quasi zusammen besprechen. Mhm. Es gibt auch Betriebe, wo dann jeder das quasi in einem Kästchen für sich macht. Da gibt es dann verschiedene Herangehensweisen. Diese Verköstigungen sind ja von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Jetzt mal aus dem Nähkästchen. Das ist ja immer ein großer Unterschied zwischen etwas beschreiben und etwas bewerten. Funktioniert das ganz gut oder müsst ihr euch das schon mal ab und zu so zusammenreißen oder fokussieren? Also es ist eigentlich ganz lustig. Man hat tatsächlich oft den Moment, dass jeder nimmt das Stück Tomate von derselben Kategorie in den Mund und der eine verzieht das Gesicht und sagt, oh, ist aber irgendwie sauer und der nächste, oh, wie schön süß. Mhm. Also da gibt es natürlich irgendwie Unterschiede, sowohl von der Wahrnehmung, aber eben halt dann auch, dass einer sagt, oh, ich mag eben lieber saure Tomaten oder säurebetonte Tomaten oder nee, ich stehe darauf, dass die zuckersüß sind und nichts anderes. Also das ist eben wichtig, dass man das versucht zu differenzieren, wie nehme ich das wahr und nicht zu sagen, oh, die schmeckt mir jetzt aber super gut oder nee, mag ich nicht. Wir haben eben Tomaten gebracht bekommen. Aha. Ich mag die ja sehr gerne hier. Probieren wir gleich am Anschluss vielleicht. Aber kurze Frage, was sind denn deine drei Lieblingstomatensorten? Puh, schwierig sich festzulegen. Musst du nicht, aber dreimal beispielsweise. Musst du nicht, aber drei Sorten. Nein, also auf jeden Fall die Tiger Blush oder Blush Tiger oder Artisan Blush Tiger. Da gibt es verschiedene Bezeichnungen für. Das ist so eine längliche, gelb-orange gestreifte, die vom Geschmack einfach unfassbar fruchtig ist und irgendwie sehr besonders. Und ja, also die kann ich auf jeden Fall als Top 1 bewerten. Ansonsten
mag ich noch, die nennt sich Katinka. Das ist eine orangefarbene Cocktailtomate. Die habe ich damals beim Sascha in diesem 100-Sorten-Gewächshaus zum ersten Mal probiert. Die war super. Und dieses Jahr habe ich noch kennengelernt, die Green Envy nennt die sich. Mhm. Die eben, wie der Name schon sagt, eine grüne Tomate, so ein bisschen ja tropfenförmig. Und man glaubt nicht, wenn man da reinbeißt, dass es eine Tomate ist. Vielleicht täuscht einen auch das Auge, definitiv. Aber der Geschmack ist irgendwie sehr besonders, eben nicht so rottomatig, sondern irgendwie so ganz mild süßlich. Ich mag es sehr gerne. Also wenn man das mal ausprobieren möchte, Green Envy. Green Envy, cool. Klingt ja schon sehr spannend. Ich bin, eine meiner absoluten Lieblinge ist die Cleota Yellow. Kennst du vielleicht? Hast du mir nochmal Saatgut zugeschickt. Ja, also das, die mag ich sehr gerne. Aber da kann man sich ja drin verfangen. Wir hatten es gestern auch abends noch über die Tomatensorten. Das ist eine unendliche Geschichte. Genau. Du hast am Anfang gesagt, dass dich alte Sorten auch interessieren. Jetzt bist du auf einem Hof mit neuen Züchtungen. Mhm. Kannst du so die einen verteufeln, die neuen Sorten, weil sie auf den alten viel Wert legen, was ja auch wichtig ist, auf jeden Fall. Wie siehst du die Sachlage so? Also das sind wirklich verschiedene Welten. Also zum einen die alten Sorten, kann man sich jetzt drüber streiten, wie sinnvoll das wäre, die in einem, sag ich jetzt mal, Erwerbsgartenbau zu versuchen. Ja, gar nicht. Also oder? Ich würde es auch eher mit Nein beantworten. Natürlich sind die mit Farben und Geschmack einzigartig und eben sehr besonders. Und mit denen bin ich ja quasi eingestiegen. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, das einfach auszuprobieren und darum zu experimentieren, gerade im Hobbygarten, wo man eben nicht darauf angewiesen ist. Gleichzeitig finde ich es aber auch sehr, sehr, sehr wichtig, eben Neuzüchtungen, aber im biologischen Bereich und samenfest zu entwickeln oder eben daran zu arbeiten. Denn davon gibt es meiner Meinung nach noch viel zu wenige. Und mit irgendwie neuer Züchtung denkt man irgendwie direkt an böse und vielleicht konventionell und hochmodern und ertragreich und alles irgendwie widerstandsfähig und die Top-Tomatenpflanze. Aber das muss es für mich meiner Meinung nach gar nicht nach sein. Also es ist, finde ich, so ein Bild, was man direkt damit assoziiert. Aber prinzipiell ist meiner Meinung nach gegen eine neue Sorte, die eben aber auch geschmacklich besonders ist. Deswegen selektieren wir ja eben auch auf Geschmack. Mhm. Da gibt es von meiner Seite nichts einzuwenden. Vielleicht ganz interessant dazu zum Weiterlesen packe ich euch in die Infobox. Das ist der Verein Kultursaat. Saatgut ist Kulturgut. Genau. Die setzen sich ja sehr stark dafür ein und sind auch in Kooperation mit vielen Züchtern. Das sind wir auch. Wir sind von Kultursaat. Ihr seid auch bei Kultursaat drin. Genau, das ist, glaube ich, sehr spannend. Wer das interessiert, unbedingt mal reinschauen. So ein Verein lebt auch davon, von Leuten, die mit dahinter stehen, die vielleicht gar nicht selber züchten, aber sich so einen Verein halt mit weiter pushen. Ja. Genau. Ich glaube, das ist die Rigotti-Tomate, oder? Meine ist hier gerade schon ein bisschen aufgeplatzt. Die ist butterweich. Ja, meine ist auch butterweich. Wir freuen uns schon, wir werden die gleich nochmal verkosten und probieren. Und die hier ist... Weißt du das? Eine, ja, ich habe aber den Namen nicht ganz parat. Ich habe mir heute aber schon mal gehört. Eine sehr süße, glaube ich, soll es sein. Nee, irgendwas mit Invi oder so. Weiß nicht. Wenn mir das noch einfällt, dann schreibe ich das auch in die Infobox auf jeden Fall rein. Genau. Wenn man jetzt wenn ein Züchter eine neue Sorte züchten möchte, für den Erwerbsbau, für den biologisch-ökologischen Erwerbsbau, wie das jetzt zum Beispiel bei der Bonbon-Tomate, bei der Philomena oder Dorenia der Fall ist, soll ja auch weiter in die Zukunft sehen, gehen so eine Tomate zu züchten, dauert ja einige viele Jahre. Ja. Worauf muss ich denn als Züchter jetzt oder vielleicht dann als Hobbyzüchter oder jemand, der das Thema nachvollziehen möchte, drüber nachdenken, was muss ich beachten, wenn ich jetzt anfangen möchte, eine Tomate für die Zukunft zu züchten? Also das ist wirklich die größte Kunst des Züchtens, jetzt zu wissen, was man in etwa bei Tomaten in 15 Jahren braucht oder was dann von Vorteil wäre, wie dann eine Sorte aussieht. Das ist halt schwierig zu kalkulieren. Natürlich jetzt Thema Klimawandel sind die Züchtungen, die wir machen, geht natürlich alles irgendwie in Richtung trockenheitsresistent, extremwetterresistent, aber gleichzeitig eben auch trotzdem in einem Erwerbsgarten zu funktionieren, widerstandsfähig zu sein, vor allem gegen Krankheiten. Das ist, ja, das würde ich sagen, ist so der Kern von Züchtung, dass da ein Gefühl für zu haben und das dann auch schaffen zu können, in dieser begrenzten Zeit irgendwie umzusetzen. Und wie du eben schon sagtest, Züchtung ist ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess. In der Getreidezüchtung, wie die es ja auch auf dem Dottenfelderhof gibt, da wird so mit 18 bis 20 Jahren gerechnet, von der Idee, eine Sorte zu entwickeln, bis zu dem Saatgut der Sorte. Ist ein bisschen tricky.
Und bei Tomaten, ich brauche ja eine Blüte und einen Bestäuber oder Befruchter dann in dem Sinne. Und kann man sagen, wer welche Eigenschaften vererbt von der Pflanze? Nee. Oder wie also das? Man kann nicht sagen, dass jetzt irgendwie der männliche Teil der Blüte, der einen Pflanze, die Farbe die, oder so? Genau, nein. Das ist eben, wie ich eben schon gesagt hatte, die Grenzen sind absolut fließend und das kann man in keiner Form prophezeien. Das muss man ausprobieren und dann eben auslesen bzw. sehen, was sich daraus ergibt. Kann das auch mal bunt sein? Also ich kreuze jetzt vielleicht zwei Sorten. Die eine ist gelb, die andere ist rot. Und die eine ist eher süß, die andere ist eher, weiß ich nicht, aromatischer, pikanter. Und ich kombiniere die beiden und dann kommt nicht eine Tomate raus, die irgendwie vermixt ist, sondern ganz viele verschiedene Varietäten. Das auf jeden Fall. Also es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt bei der Farbe sich irgendwie die Farbe dann mischt und dann hast du Orange. Wie im Farbkasten. Das funktioniert so leider nicht. Aber prinzipiell geht es eben genau darum bei der Züchtung. Man möchte etwas kreuzen und dann baut man das Gekreuzte nach und dann guckt man sich die gesamte Produktpalette von dem, was daraus wächst, an und pickt sich aus der das, was einem was dem Zuchtziel weitestgehend entspricht und macht damit weiter. Und das jedes Jahr. Und da somit kommen wir dem Ziel näher. Und das verarmt dann nicht? Naja, das jetzt gerade war es jetzt ja nur sinnbildlich, dass man quasi eine Pflanze weiternimmt. Das auf dem Acker passiert das mit deutlich mehreren. Also dann so wie du gesagt hast, mehrere Pflanzen, genau, die zusammenstehen und dann. Genau, dann gehen wir durch und dann selektieren wir halt bei dem ersten Versuch irgendwie 7, 8, 9, 10 Pflanzen aus, von denen wir denken, boah, das könnte die richtige Richtung sein. Und davon nehmen wir wieder Saatgut. Das wird ja dann auch wieder quasi durchmischt, sehen das wieder aus. Also natürlich eine Verarmung des Genpools wäre problematisch, gerade in der Züchtung. Im Hobbygarten fällt einem das jetzt nicht auf, wenn eine Tomate permanent keinen neuen Pollen bekommt. Und dann baut man sie halt 2, 3 Jahre nach und dann mischt sich aber doch wieder und dann ist wieder alles gut. Die guten alten Haussorten, die irgendwie verkreuzt sind im Garten, genau, von Tante Erna oder so. Ich persönlich finde es auch überhaupt nicht problematisch, wenn sich im Hobbygarten für sich persönlich mal was einkreuzt. Dann ergibt sich vielleicht was Schönes Neues. Also ich denke, im Hobbygarten muss man da gar nicht so streng sein. Das ist halt, sind zwei verschiedene Welten. Ja, genau, es sind zwei verschiedene Welten. Und wenn man sich ein bisschen einliest oder mal googelt und hier und da liest, dann liest man bei der Tomatenzucht vom Ablauf her, es wird was gekreuzt und dann gibt es die Nachsaat, ja, Biene, hier sind wie gesagt die Bienen unterwegs. Angriff. Dann steht da F1, Filia. Und jetzt gehe ich als Hobbygärtner durch die Welt und habe so, ey, die F1er, das sind doch die Bösen. Kannst du uns da kurz was erklären? Ja, also meinst du jetzt zum Thema F1 allgemein? Oder? Was heißt F1? Ist F1 jetzt grundsätzlich böse oder was gibt es da zu verstehen? Nein, also F1 bedeutet, also einfach nur eine Abkürzung für Filialgeneration 1 und damit ist gemeint die erste Generation nach einer gezielten Kreuzung. So, das kann aber auch einfach sein, dass du zwei ganz normale Tomatenpflanzen nimmst, die gezielt kreuzt und das Ergebnis daraus, was du dann anbaust, ist schon die F1-Generation. Das hat jetzt aber erstmal nichts mit der F1-Hybride, wie wir sie kennen, zu tun. Da geht es darum, dass man zwei Inzuchtlinien, also künstlich hervorgebrachte Inzuchtlinien miteinander kreuzt. Und daraus ist dann auch die F1-Generation, von der wir das Saatgut kaufen. Mhm. Aber der Weg dahin, diese Inzucht, das ist ein Verfahren, über das man sich streiten kann. Ich glaube, da machen wir jetzt mal einen Strich drunter, weil das Thema ist unendlich. Da guckt ihr euch gerne mal das Video vom Nils an, verlinkt in der Infobox. Würde ich mich sehr freuen. Und wenn du noch nicht abonniert, unbedingt macht, da hast du auch viel Arbeit reingesteckt. Ne? Exakt. Ja, genau. Super. Mhm. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch, dass ich in euren Kanal mal reinschnuppern durfte. Das hatten wir schon lange geplant. Wir stehen auch schon länger zusammen in Kontakt und tauschen uns aus. Ich hoffe, du kommst uns mal besuchen. Sehr gerne. Das finde ich sehr schön. Sehr gerne. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dich begleiten zu dürfen. Bei dem Dottenfelder Hof bleibt es ja nicht. Du wirst ja danach, denke ich, auch in der Richtung unterwegs sein. Ja. Wer weiß, wo dich das noch hinführt. Das weiß ich selber noch nicht. Ich hoffe, wir dürfen das auf deinem YouTube-Kanal begleiten und dich ein bisschen auf deinem Weg begleiten. Also, vielen lieben Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Nils vor allen Dingen gerne einen Daumen nach oben. Das fände ich richtig klasse. Und verlinkt zum Weiterschauen haben wir natürlich auch wieder was. Einmal hier oben das Video, wo wir die ganze Zeit von gesprochen haben, von Nils, über das Saatenfeste und die Hybridzuchten. Genau, und hier unten noch ein Video von uns vom Rigotti-Livestream, wo wir jetzt hier gerade sind. Also viel Spaß bei euch im Garten
und viel Spaß beim Tomatenzüchten. Lasst uns gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das so handhabt. Tschüss. Ciao. Yay. Danke. Sehr cool. Boah, die läuft mir aus der Hand. Jetzt darfst du sie essen. Ja.